einer unter den Aussätzigen. Als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit dem Lehrtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 17, die Verse 15 und 16. Das ist die Geschichte von den 10 Aussätzigen. Hier ist noch einer übrig und das ist genau der Punkt. Jesus zieht durch Galiläa und Samarien und trifft in einem Dorf 10 Menschen, die an Aussatz leiden, eine Krankheit, die sie auch ja religiös ausgeschlossen hat. Und sie rufen alle Jesus um Hilfe an. Lieber Meister, erbarme dich unser. Und Jesus sagt, ja, geht hin. Er spricht Heilung über ihn aus, schickt sie zu den Priestern, die sozusagen den Negativtest machen mussten bei Aussatz, dass jemand wieder in die Gemeinschaft aufgenommen wird. Und es findet sich, dass sie alle geheilt sind. Ob dann bei den Priestern auch schon auf dem Weg, wird nicht so ganz klar. Und einer von den 10, nicht eben nur einer von den 10, kehrt um zu Jesus, gibt Gott die Ehre, dankt Jesus. Die anderen freuen sich wahrscheinlich und machen ihr Ding. Und Jesus hebt dann diesen einen heraus, sagt, wo sind eigentlich die anderen? Der eine ist auch noch ein Samariter, also gar kein richtiger Jude, so in der damaligen Vorstellung. Und der ist der Einzige, der hier Gott die Ehre gibt. Und die Pointe und die Moral von der Geschichte ist relativ einfach, dass wir herausgefordert sind, das, was wir empfangen haben, wahrzunehmen, Gott dafür die Ehre zu geben und ihm zu danken und ja, ihn zu suchen darin. Er ist nicht wie irgendwie ein Dienstleister, der eben mal Heilung auswirft oder Frieden im Herzen oder Versorgung und dann nimmst es und gehst weiter, sondern er will eigentlich dich, er will die Beziehung mit dir, er will deine Liebe und dazu lädt er dich ein. Und hier ist der eine, der in diese Beziehung hineinkommt. Ich will aber noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Jesus weiß, was im Herzen von Menschen ist. Er war nicht überrascht, also auch wenn er das so betont, die anderen sind nicht da und er ist da, aber er war nicht überrascht, dass die anderen so undankbar sind oder vergesslich oder geschäftig oder was auch immer. Und doch, er hat sie alle geheilt. Er wartet nicht erstmal, als sie zu ihm kommen, sagt, zeigt mir aber erstmal, dass ihr es ernst meint und versprecht mir, dass ihr dann auch hinterher mir nachfolgt und was weiß ich, oder ich gucke mal in euer Herz, ob ihr mich sucht oder nur meine Gaben. Nein, er verschenkt seine Güte. Er verschenkt seine Liebe. Er schenkt hier Heilung. Und zwar nicht nur dem, der es vermeintlich verdient hat. Was soll das denn sein? Sondern seine Güte ist für jeden da. Auch für die, die sich hinterher undankbar zeigen. Und das finde ich total ermutigend. Und ja, herausfordernd gleichzeitig, wie immer bei Jesus. Ja, er verschenkt seine Liebe. Manchmal denke ich, ja, ich will ja gerne helfen, aber ich will doch dann auch wissen, dass die dann dabei bleiben, dass die es ernst meinen und so. Und will so sortieren, wer meine Hilfe wert ist. Und Jesus macht es nicht. Und ich will auch darin Jesus folgen. Und ich lade dich ein, wirklich Güte, Liebe zu verschenken. Menschen für Menschen da zu sein, Menschen zu dienen. Und nicht vorzusortieren. Der dann umkehrt, der wird mehr Segen erfahren. Am Ende sagt Jesus zu dem, dein Glaube hat dir geholfen. Und ich denke, das geht weiter als die Heilung vom Aussatz. Die anderen verpassen das. Ja, das ist wahr. Aber ich muss nicht derjenige sein, der hier sortiert, wenn Jesus noch nicht mal sortiert. Also, lass uns das feiern, dass seine Güte für jeden da ist. Und ja, lass uns ihm auch darin folgen. Jesus, wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, die du so verschwenderisch gibst. Ja, es geht kein Mensch über diese Erde, den du nicht liebst. Und du hast niemanden weggeschickt, sondern du hast Menschen gesegnet, du hast Menschen geheilt, du hast Menschen befreit. Die hinter dir gefolgt sind und die anderen aber auch. Viele haben von dem Brot gegessen bei der Speisung der 5000. Und einige sind dir dann weitergefolgt. Und ich will so verschwenderisch sein mit der Liebe, die ich von dir empfangen habe. Leite du mich darin. Amen.